Ja, habt ihr mich wieder erwischt. Sonntagsspaziergang. Das macht ja das Wochenende erstmal lebenswert. Es ist einfach fantastisch wieder mal. Der Wonnemonat Mai hat angefangen. Für die Eisenacher läuft es prima. Wir sind Tabellenführer mit 5 Punkten Vorsprung. Ja, ich relax jetzt hier ein bisschen. Genieße diese herrliche Stille. Danach gehe ich zum Mittagessen zu meiner Mom. Die muss auch am Muttertag arbeiten. Es hilft nichts. Genauso wie die Eisenacher Fußballer, die heute in Erfurt-Darberstedt antreten dürfen bei der dort beheimateten Lok. Ja, was ist zur Lok zu sagen? Die sind Vorletzter, haben aber nur 3 Punkte Rückstand zu den Nicht-Abstiegsrängen. Die Eisenacher werden dort wahrscheinlich sich warm anziehen müssen, trotz der Hitze. Wie sie das veranstalten, wie sie dabei aussehen, wie sie sich aus der Affäre ziehen, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Mann, ist das herrlich hier, du! Eine Ruhe! Egal. Am Sonntag spielt der ESV Lok Erfurt gegen den FC Wartburgstadt Eisenach. Felix Römer hat einen Tipp für uns. Wo spielen sie denn? In Erfurt. In Erfurt? Dann tut mir das ja leid für Erfurt. Da werden sie zu Hause wahrscheinlich knapp, aber doch auf den Sack kriegen. 2-1. 1-2. Also der Erfurt verliert 2-1. Und verliert in der 87. Minute einen Spieler. Hier ist ESV Lok Erfurt gegen Wartburgstadt Eisenach. Ich weiß nicht. Wer hat denn... Ich weiß nicht, hat er nicht irgendwie der Honecker Geburtstag gehabt oder so? Sonntag spielt der FC Wartburgstadt Eisenach bei Lok Erfurt. Mhm. Du bist als Fußballexperte bekannt. Bitte deinen Tipp. Ja, natürlich. Bitte deinen Tipp jetzt. Mein Tipp ist natürlich, dass Wartburg Eisenach EC Dingsbums auf jeden Fall gewinnen wird. Das macht's ja schon recht. Bente Wahlemann? Ja. Ein Tipp zum Spiel Lok Erfurt gegen Wartburgstadt Eisenach. Einer wird gewinnen. Und entweder ist das gut oder schlecht. Es werden sich auf jeden Fall alle volllaufen lassen, denke ich. Und das ist ja schon mal gut. 1-0 habe ich nicht gesehen, darf mich nicht fragen. Weißt du, wer es gemacht hat? Nein. Hä? Gar nicht. Ich weiß nur, dass einer von uns in Weiß das Tor geschossen hat. Das kotzt mich an. Das kotzt mich an. Ja, bitte um Entschuldigung für diese rüde Ausdrucksweise. Aber wir sind 10 Minuten zu spät im Stadion gewesen und haben das erste Tor, ihr habt gerade mitgerichtet, verpasst. Ante Mitrovic hat keine Zeit verschwendet und hat nach 2 Minuten zum 1-0 für die Wartburgstädter eingelocht. Und das fand ich eben nicht so prickelnd. Die Eisenacher weiter am Zug. Ronny Fuhrmann. Seine Zeit ist auch knapp bemessen. Nach 13 Minuten das 2-0. Freude allenthalben. So kann man mal in ein Spiel starten. Die Erfurter ja mit dem Rücken zur Wand, werden sich hier mit dem Mute des Verzweifelten. Ja, die versuchten aus allen Lagen zu schießen. Albert Krebs wird dann nach 20 Minuten schon laut. Ich glaube, Mike Kirschelmann war da in seinem Visier. Dann Eckball, Toni Braunschweig. Fliegt nach innen. Markus Arndt. Und Mike Rönnecke muss da nicht eingreifen. Dann wieder die Erfurter. Abseitsposition. Naja, das war Stefan Bauer. Marc Janke. Der hat ja hier das Fußballspielen erlernt bei Lok Erfurt. Ist dementsprechend herzlich auch aufgenommen worden. Finde ich toll, dass es da keine Ressentiments gibt. Toni Braunschweig. Wieder Janke. In der Mitte, Markus Arndt, nein, Entschuldigung, Ante Mitrovic, der für Arndt. Und der Markus aber hier im Abseits. Jetzt nochmal Markus Arndt, diesmal völlig frei. Und da überlupft er Mike Rönnecke zum 3-0 nach 39 Minuten. Das schien ja hier ein Spaziergang für die Wartburgstädter zu werden. Und immer wieder schnappte die Abseitsfalle der Eisenacher zu. Das war schon sehr ordentlich, was sie da hier in der ersten Halbzeit anboten. Dann haben wir hier eine Situation. Die Nummer 4 ist David Schönherr. Abzug, Abzug. Ja, der Schuss lag auch gut in der Luft.
Das war Markus Frey. Dann kommt hier eine Szene, die für Aufregung sorgt. Da kommt der Pfiff. Kröger ist letzter Mann und trifft da. Mit der Nummer 13, Piotr Rubicki. Und jetzt passt mal auf, was hier passiert. Markus Aldegarmann aus Gillersdorf. Nächster Gnade vor Recht ergehen. Was ist das hier? Das ist der letzte Mann. Sensationelle Szene. Der letzte Witz, das ist eine klare rote Karte. Der kriegt sich. Hammer, Freistoß voll, super. Jetzt hilft die Fahne, super. Ja, Linienrichter hat nun mittlerweile die Fahne gehoben und holt jetzt den Schiedsrichter ran. Gillersdorf, das liegt im Ilmkreis, hat 2003 den zweiten Platz gemacht. Im Wettbewerb Schöne, unsere Dörfer. Ja, Markus Aldegarmann lässt sich da nicht umstimmen. Lass deine Augen auf hier. Ja, ganz unrecht hat der junge Mann da nicht, auch wenn diese Ausdrucksweise doch sehr, sehr zu wünschen übrig lässt. Nun gut, also Freistoß für die Erfurter. Kleine Szene am Rande. Wird das geschehen natürlich. Piotr Rowicki, nicht schlecht dieses Gewächs. Da hat Benny Rudolf zu tun. Erfurt ließ nicht locker, versuchte immer wieder bis vor das Eisenacher Tor zu kommen. Aber sie erspielten sich wenig Chancen. Dann hier, der ebenso glücklich davongekommene Thomas Kröger. Auf Markus Arndt, der wieder auf Kröger. Und Kröger flankt zur Mitte. Und dann macht Arndt das Tor zum 4:0. In der 45. Spielminute. Ja, da gehen die Köpfe nach unten. Bei den Gastgebern. So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Arndt hat da scheinbar einen Schlag gegen den Hals gekriegt. Und dann war Halbzeitpause. Ja, Markus Aldegarmann aus Gillersdorf hat sich da auf dem Gang in die Kabinen noch einiges anhören dürfen. Und hier André Müller. Ja, nicht ganz ungefährlich. Sieht man selten solche Unsicherheiten bei Mike Rönnecke. Guter Torwart. Dann Toni Braunschweig. War auch an vielen guten Aktionen beteiligt. Markus Arndt ebenfalls. Wieder André Müller. Wieder schöner Flankenball und ein schöner Kopfball von Marc Janke. Aber ihr seht selber, abseits. Auf der anderen Seite wieder Rowicki, der da quick lebendig wirkte. Der Junge hat ja mal für Treffort gekickt, lang ist sehr, obwohl sein vorkommt, als wäre es eben erst gewesen. Dann wurden Eisenachs Nachlässigkeiten mehr. Dann zieht einfach mal die Nummer 4 ab, David Schönherr, und der schlägt im langen Eck ein. Ja, da gucken sie sich bedeppert an. Es wurde Zeit, mal wieder etwas mehr für das Spiel zu tun. Ja, leicht gesagt, beim Stande von 4:1, die Eisenacher fühlten sich da wirklich sicher, spielten da ihren Stiefel herunter. Ging auch nicht unnötig viele Zweifel ein, muss man auch mal sagen. Das gefiel Albert Gretz stellenweise gar nicht. Doch dann zogen sie auch immer wieder mal an. Wie hier, Janke auf Arndt. Da draußen wieder Kröger und wieder Janke. Besser kann man es nicht spielen. Der alte Abstand ist wieder hergestellt. Nach 63. Minuten Marc Janke an seiner Wiege macht er das Tor, war natürlich kein Abseits, weil Kröger passt zurück und Janke kommt aus dem Hintergrund. Regulärer Treffer. Und Erfurt ließ nicht locker. Das war wieder Piotr Rowicki. Nein, ich korrigiere mich. Die Nummer 15 ist Mike Rutzatz.
Wieder Freistoß für die Wartburgstädter. Toni Braunschweig. Der prallt auf der Ball, aber Mike Rönniger hat da keine Probleme damit. Missglückter Abschlag. Ja, da ist Fußball nicht so wichtig. Wenn nette Damen vorbeilaufen, dann muss ich auch mal schauen und auch mal zurückwinken. Dann Markus Arndt setzt hier seinen Körper ein. Da sieht der Schiedsrichter eine gelbe Karte. Naja, ich will nicht anfangen zu meckern. Wir können uns über den Gillersdorfer da nicht beschweren. Wieder Janke. Zieht da unwiderstehlich davon. Guckt zur Mitte, passt rein. Ja. Marc macht's doch selber. Marc macht's doch selber. Nein, nein, das hat er so nicht gelernt. Der spielt halt mannschaftsdienlich. Unsere Altherrenriege ist bei 5:1 noch nicht zufrieden. Da wird weiter kritisiert. So sind sie halt. Wieder Braunschweig, der alle Eckbälle ausführte. Paunovic ja aus den bekannten Gründen gesperrt. Und wieder der Kopfball von Marc Janke. Ja, hatte was von Sommerfußball dieser Sonntag. In Erfurt-Darbert stellt hier, fasst sich André Herrmann mal, André Müller mal ein Herz und zieht auf das Tor. Viel fehlte da nicht. Wieder die Erfurter auf der anderen Seite. Schöne Parade von Benny Rudolf, der da mitdenkt. Eins der wenigen Fouls. War ein faires Spiel, muss man sagen. Keine Klopperei. Dann Arndt, schnell ausgeführter Freistoß. Auf der anderen Seite wieder Schönherr und diesmal Benny Rudolf Sieger. Außerdem Abseitsposition des Erfurters. Wieder Marc Janke. Und das war Mitrovic. Wird da am Fuß getroffen, kann aber weiterspielen. Ja, und dann war das Spielchen zu Ende. Locker flockiger Sieg bei gleichzeitiger Niederlage von Verfolger Simmerode. Eisenach baut die Tabellenführung auf 8 Punkte aus und empfängt am kommenden Wochenende die Preußen aus Bad Langensalza zum kleinen Derby. Ja, der Jubel der Eisenacher fiel etwas verhalten aus, weil es gibt Dinge, die den Fußball einfach in den Hintergrund treten lassen. Und dazu komme ich jetzt. It's coming home, it's coming home, it's coming home.